Willst du wissen, was passiert, wenn du 26 Tage lang nur einmal isst? Ich habe es ausprobiert und die Ergebnisse waren erstaunlich. Keine Sorge, Hunger war nicht, überhaupt nicht das Problem. Schon nach 4 bis 5 Tagen hatte ich mich daran gewöhnt und kaum Hunger verspürt. Und warum? Weil ich bis 12.30 Uhr schon 2,5 bis 3 Liter Wasser und bittere Kräutertees trinke. Durch das hohe Trinkvolumen und die Bitterstoffe, die das Hungerhormon Ghrelin hemmen, war mein Hungergefühl fast nicht vorhanden. Mental war ich unglaublich klar, bis ich dann gegessen habe. Und wenn du mehr über meine Methoden erfahren möchtest, kommentiere Info und ich sende dir mal 3 Studien zu, die über das Intervallfasten, wie die Hydration unsere mentale Klarheit beeinflusst und wie Bitterstoffe unser Hungerhormon Ghrelin beeinflussen. Und ich habe 2 Kilo abgenommen und gefühlt kaum Hunger gehabt. Es war ein Selbstexperiment, sonst esse ich 1 bis 2 Mal am Tag. Und den ganzen Tag über fühlte ich mich fokussiert, inspiriert, motiviert. Ich hatte richtig Bock auf Sport und Wanderungen. Außerdem spart man viel Zeit, da man ja nur einmal in der Küche ist. Speichere diesen Beitrag und folge mir für mehr Gesundheit und ein längeres Leben.